herzlich willkommen hier in der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst zu diesem Mentalvideo. Ich grüße dich ganz herzlich und freue mich sehr, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Hast du dich schon mal gefragt, wie du glücklicher werden kannst? Ganz bestimmt. Und wenn du jetzt zurückdenkst, in welchen Situationen hast du dich das gefragt? Wahrscheinlich in Situationen, wo es dir mal gerade nicht so gut ging, in Situationen, wo du dich unglücklich gefühlt hast. Vielleicht auch in Alltagssituationen, wo du überhaupt nicht wusstest, wo dir der Kopf steht, wo du auch vielleicht das Gefühl hattest, dir wächst alles über den Kopf, du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst und vielleicht kamen auch so Gefühle auf, dass das Leben eine Last ist, dass dir alles viel zu viel wird. Und das sind ja dann eben auch Situationen, wo von Glück und Lebensfreude keine Spur im Moment da zu sein scheint. Ich kann dir jetzt zwar keine Zauberform mit auf den Weg geben für dein ganz persönliches Lebensglück, denn das ist, wie man ja auch schon sagt, dein persönliches Lebensglück ganz individuell auf dich zugeschnitten. Und wie dein ganz persönliches Lebensglück ausschaut, das kannst auch nur du für dich alleine klären, indem du einfach mal mit deinem Herzen kommunizierst und auch mit deinem Herzen dich darüber unterhältst, um es mal so auszudrücken, wie schaut denn mein Leben nach meinem Herzen aus? Wie schaut denn mein Herzensweg aus? Wie würde denn mein Leben, mein Alltag oder jeder Tag in meinem Leben ausschauen, wenn ich ihn gestalten könnte und meine ganzen Glaubenssätze, dass ich dies oder jenes machen muss, wenn ich ganz nach dem Herzen jetzt mir mein Leben gestalten könnte? So kommst du deinem eigenen Lebensglück ein Stückchen näher. Was ich dir jetzt aber hiermit auf den Weg geben kann, ist, wie du mehr Freude in dein Leben lassen kannst. Und wenn du die Tage mit mehr Freude erfüllst, da kommt ja auch schon mal etwas mehr ein Glücksgefühl auf. Übrigens, es gibt so etwas wie eine Glücksforschung. Und diese Glücksforschung, mit dieser Glücksforschung hat man auch herausgefunden, dass jeder selbst für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Und man hat mit dieser Glücksforschung herausgefunden wohl, dass 50% unseres Glückes in unseren Genen schon mal verankert sind. Zu 10% soll es mit den jetzigen Lebensumständen verbunden sein und die restlichen 40%, da können wir selbst dazu beitragen, zu unserem eigenen Lebensglück. Ja, und wie sorgst du nun für mehr Freude an deinem Tag, für ein freudvolleres Dasein, trotz allen Aufgaben, die wir jeden Tag mehr oder weniger bewältigen müssen oder glauben, bewältigen zu müssen? Ganz simpel und einfach, übe dich darin, Dankbarkeit zu empfinden. Schon wenn du morgens aufwachst, sei dankbar für den neuen Tag, der dir heute geschenkt wurde. Wenn du das Bett verlässt, sei dankbar, dass du vielleicht wieder mit beiden Füßen fest auf Mutter Erde stehen kannst, dass dein Körper mehr oder weniger gesund ist. Wenn du ins Badezimmer gehst, sei dankbar für das warme Badezimmer, für das warme Wasser, mit dem du dich erfrischen kannst, für dein leckeres Frühstück, das du dir zubereiten kannst, für die Dinge, die du im Kühlschrank hast, für das Dach überm Kopf, für deinen Job, deine Arbeit, für deinen Partner, für deine Kinder, für deine Familie, für dein Umfeld. Es gibt tausend Dinge, für die man dankbar sein kann, wenn man nur mal die Aufmerksamkeit darauf richtet. Wir sind so dazu geneigt, es ist alles so selbstverständlich. Ich lege mich abends ins Bett, mach die Augen zu und am nächsten Morgen ist es selbstverständlich, dass alles wieder beim Alten ist, auch wenn man das ein oder andere nicht ganz so gerne beim Alten wieder hätte, aber es ist alles so selbstverständlich. Es ist auch so selbstverständlich, dass draußen die Sonne scheint oder dass es regnet oder was auch immer. Auch dafür können wir Dankbarkeit empfinden. Es ist selbstverständlich, dass ich atmen kann, dass ich Sauerstoff und Luft zum Atmen habe. Auch dafür darf ich mal Dankbarkeit empfinden. Auch wenn das jetzt alles so ein bisschen total übertrieben und überzogen für den Kopf, für den Verstand klingt. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, als ich mich da auf diesen Weg begeben habe, mal mich mehr dem Thema Dankbarkeit zu öffnen und für die vielen, vielen tausend kleinen und auch größeren Dinge Dankbarkeit zu empfinden, da kommt automatisch mehr Freude in den Tag
mehr Freude in die Tage, mehr Freude in die Wochen, in die Monate, in die Jahre und somit in dein Leben. Und das wünsche ich dir jetzt aus ganzem Herzen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Irmgard Bronder.